Der Nasdaq ist vergleichsweise schwach, Gold ziemlich stark. Was ist da los? Warum passiert das? Wir sehen heute, dass die US-Renditen fallen und normalerweise sind sowohl der Nasdaq auf der einen Seite als auch Gold auf der anderen Seite ziemlich eng verbunden mit dieser US-Rendite. Steigende Renditen sind normalerweise schlecht, sowohl für den Nasdaq als auch für Gold, und fallende Renditen sind normalerweise gut für den Nasdaq als auch für Gold. Aber heute sehen wir, dass das Edelmetall nach oben schießt, der Nasdaq, naja, zunächst unter Druck war heute Morgen, dann sich erholen konnte, jetzt aber wieder ein bisschen unter Druck gekommen ist. Man kann also nicht mitlaufen mit den Profiteuren niedriger Anleiherenditen. Und woran das liegt, das will ich Ihnen heute in diesem Video mal zeigen. Und ich starte zunächst mal mit Gold. Das ist ein großer Chart, ein Wochenchart. Hier sehen wir also das große Zeitfenster bei Gold und sehen, ja, da kommt jetzt eine Entscheidung rein. Entweder das Edelmetall bricht nach oben aus oder eben nicht. Wenn der Ausbruch gelingt, dann sind durchaus Kurse um 2000 Dollar und mehr wieder ziemlich zeitnah sogar drin. Aber man muss eben über diesen Widerstandsbereich, über diesen Abwärtskanal drüber, das ist derzeit etwa die Marke von 1850 Dollar, gelingt das nächste Woche mit der FED-Sitzung oder mit weiter fallenden Renditen am US-Anleihenmarkt? Fragezeichen. Jedenfalls sehen wir, dass das Ganze sich so ein bisschen angekündigt hat bei Gold. Ich hatte diesen Chart schon mal gezeigt, die Gold to S&P 500 Ratio, also das Verhältnis Gold, Performance Gold in Relation zu dem Leitindex in den USA. Und hier sehen wir, da sind wir kurz vor dem Bruch oder bei dem Bruch einer länger laufenden Abwärtstrendlinie. Auch da wäre dann ziemlich viel Potenzial für Gold, wenn das gelänge. Zumindest würde das bedeuten, dass das Edelmetall dann deutlich besser laufen würde als der Nasdaq mithin. Also die zuletzt doch unter Druck gekommenen US-Tech-Werte, die jedoch jahrelang so toll performt haben, jetzt allerdings so ein bisschen ins Straucheln gekommen sind. Aber es ist nicht nur Gold, das heute steigt. Schauen wir uns mal den Metallmarkt an. Da sehen wir Nickel, fast 5% im Plus. Aluminium, wieder mal über der 3000-Dollar-Marke für die Tonne. Zink, dann ein neues Rekordhoch. Wir sehen Kupfer, das jetzt wieder mal in Richtung 10.000 Dollar sich bewegt. Wir sehen Platin, dass er nach oben gehen kann. Und insgesamt ist es ja so, dass etwa Platin, Lithium und Kupfer ja Profiteure der grünen Energiewende sind. Also da gibt es eine gewisse Unterstützung, denn man braucht für diese grünen Technologien diese drei Metalle besonders stark. Dementsprechend sind viele Aktien aus diesem Bereich ziemlich gut gelaufen, wie heute die Hamburger Aurubis etwa, die ihre Prognose angehoben hat. Wir sehen im Lithiumbereich etwa eine französische Eramet, die da durchaus in letzter Zeit richtig gut läuft. Also man springt auf diesen Zug ein bisschen drauf. Kommen wir aber jetzt mal zum Nasdaq, der 10% jetzt heute intraday wieder mal von seinem Hoch verloren hat. Das Hoch war am 19. November. Hier sehen wir in diesem Chart, in dieser Auflistung mal 10% Korrekturen des Nasdaq seit der Finanzkrise, mal 17%, mal 30% etwa im Jahr 2020. Heute waren wir, wie gesagt, bei 10%. Durchschnittlich ist ein solcher Drawdown nach der Finanzkrise dann bei 15,2%. Also vielleicht ist der Nasdaq noch nicht fertig nach unten, obwohl eben der Nasdaq schon ziemlich überverkauft ist. Hier mal von Bespoke eine Grafik zu den ETFs, die die verschiedenen US-Indizes abbilden. Da sehen wir hier den Triple Q, das ist der Invesco Nasdaq 100 ETF, ziemlich stark überverkauft, zwei Standardabweichungen unter seinem 50-Tages-Durchschnitt. Der Dow Jones, der einzige Index, der im Prinzip nicht überverkauft ist. Und wenn wir uns jetzt mal die innere Struktur des Nasdaq anschauen, dann sehen wir mal, wie viel Prozent jetzt unter ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Wir kommen von einem Extrem auf der Oberseite. Da haben fast 80% der Nasdaq-Firmen, der Nasdaq-Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt gehandelt. Jetzt ist dieser Wert auf ein extremes Tief gefallen. Also wir sehen, da ist ja schon sehr, sehr viel kaputt gegangen. Etwa eine Robin Hood, die in diesem Index ist, die noch über 80 Dollar stand, wenn ich mich erinnere, heute bei 14 Dollar. Also da gab es ein Massaker bei so vielen Werten, Peloton, Zoom, Teladoc, all diese Werte, die gerne meine zweitbeste Freundin Cassie Wood im Depot hat. Und wenn wir uns jetzt mal hier
die verschiedenen Indizes anschauen, die Bloomberg hat etwa den Pew Growth Index oder das Pure Growth Portfolio, wo eben die Wachstumswerte drin sind, und das zu diesem Pure Value, also wo die ganzen Value-Werte, reinen Value-Werte drin sind, dann sehen wir, das ist die größte Abweichung in Richtung Value ever, seit es diese beiden Indizes gibt. Da ist also viel passiert. Was ist der Grund? Die geldpolitische Wende, der monetäre Klimawandel, vor allem durch die Fed. Man erwartet jetzt mindestens 4 Zinsanhebungen. Jamie Dimon erwartet 6 oder 7. Also diejenigen, die vorher gesagt haben, Inflation ist kein Problem, die gemeint haben, die Inflation sei transitory, die sind jetzt im Camp der ultra-hawkischen Falken und sagen, die Fed wird 700.000 Mal die Zinsen anheben. Wir sehen also, wie die Dinge sich da entwickeln, wie schnell es manchmal geht. Man hat auf der einen Seite die Inflationsgefahren deutlich untertrieben lange Zeit, und scheint jetzt die hawkische Haltung der Fed vielleicht ein bisschen zu übertreiben, so muss es heißen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Positionierungen angucken in Bereiche Tech, dann hat ja gestern die Umfrage der Bank of America gezeigt, dass hier die Positionierung in Technologie in Relation zu anderen Sektoren so gering ist wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Wir sehen den Sentiment-Indikator von Goldman Sachs ziemlich weit unten, sehr weit unten sogar, der die Equity Positioning praktisch abbildet, also die Positionierung in Aktien durch die großen Player am Markt. Aber warum kommt der Nasdaq nicht so richtig aus dem Quark? Und das ist jetzt vielleicht das Entscheidende. Wir nähern uns am Freitag dem Verfall. Und da verfallen ja vorwiegend Optionen. Und diese Optionen sind immer bedeutsamer geworden, vor allem die Optionen auf Einzelaktien wie Tesla, Amazon, wie sie alle heißen. Und jedes Mal, wenn wir uns diesem Optionstermin nähern, das ist meistens so um den 19. und 20. rum, diesmal ist es der 21., da sehen wir eine gewisse Schwäche. Woran liegt das? Das will ich Ihnen jetzt vielleicht mal ein bisschen nahe bringen. Zunächst mal ist es so, dass nicht nur jetzt im Januar, sondern im Jahr 2021 schon die amerikanischen Privatinvestoren massiv in diese Optionen auf der Long-Seite investiert haben. Die haben sich also Calls gekauft, vorwiegend auf Einzelaktien wie Tesla, wie Amazon. Und das Volumen ist etwa 7-mal so groß wie noch vor dem Jahr 2020, also wie im Jahr 2019. Wir sehen also, das ist ein richtiger Volkssport geworden. Die sind dicke, dicke drin. Und jetzt ist die Frage, kommt da eine ganz, ganz große Enthebelung? Deswegen fragt hier jemand auf Twitter, you guys done deleveraging yet? Seid ihr schon fertig mit der Deleveraging? Und hier dann gleich noch der Zusatzkommentar. Yesterday stock sell-off as yields rise, also gestern sind ja die Renditen gestiegen, heute sind die Renditen gefallen und die Tech-Aktien wurden zwischenzeitlich dennoch abverkauft. Woran liegt das? Was ist da das große Problem? Und das ist offenkundig eben der Verfall, der jetzt am Freitag ansteht. Warum? An diesem 21., also übermorgen, da verfallen Optionen im Wert von über 125 Milliarden Dollar. Das ist einer der größten Optionsverfallsdaten, die wir in der Geschichte gesehen haben. Was ist da die Mechanik dahinter? Wenn die Leute alle auf steigende Aktienkurse mit Optionen wetten, mithin also sich Calls besorgen, dann muss der Market Maker, also der Anbieter, diese Optionen sich absichern. Wie macht er das? Indem er die Aktie kauft. Also wenn jemand zum Beispiel eine Call-Option auf Tesla erwirbt, dann ist der Market Maker gezwungen, um sein Risiko zu eliminieren, eben die Aktie von Tesla auch zu kaufen. Damit, wenn der Wert der Option steigt, weil der Tesla-Kurs eben steigt, dann der Broker, der Market Maker kein Risiko hat, praktisch durch die dann auch steigende physische Aktie von Tesla entschädigt wird. Dementsprechend sehen wir jetzt aber, dass diese Absicherungsgeschäfte zum Verfall hin, zum Optionsverfall hin unnötig werden. Man löst also diese Hedges auf, man löst diese gekauften, seitens der Market Maker gekauften physischen Aktienkäufe etwa in Tesla auf, und das bringt dann diesen Druck rein. Das ist wohl der tiefere Grund, warum der Nasdaq nicht so richtig aus dem Quark kommen kann. Das ist Mechanik, im Grunde eine Marktmechanik, die hier der Fall ist, im Umfeld jetzt eben des Verfalls. Und das haben wir eben in den letzten Monaten immer wieder gesehen, vor allem um den Optionsverfall 19. 20. eines Monats herum ist das immer wieder passiert. Und ja, manche sind schon sehr bärisch, wie etwa Stifel, die sagen,
Also wir sehen den S&P 500 600, der Punkte fallen auf 4200, einfach weil der Markt viel zu teuer ist, da ist einfach viel zu viel Blase in dieser ganzen Geschichte, das sei die dritte Blase jetzt in 100 Jahren, dementsprechend müsste da mal etwas runterkommen und die Rabobank merkte süffisant an, also die Antwort der Fed, der US-Notenbank Fed im Jahr 21 zeigt doch, dass sie keine Ahnung von Inflation hat, dass sie ihre Prognosefähigkeit nicht gerade unter Beweis gestellt hat mit den Aussagen transitory, vorübergehend. Und jetzt glaube man, dass eine Institution, die die Inflation nicht versteht, eben jetzt diese Inflation wieder zurückbringen kann an das Ziel der Notenbank, ohne einen Unfall zu verursachen. Und dieser Glaube, der beschleicht immer mehr Leute, dass das eben nicht geht, dass die Fed vor der Wahl zwischen Pest und Cholera steht. Entweder lässt man die Inflation laufen mit der Folge einer Rezession, weil einfach die Preise aus dem Ruder laufen, Konsumenten dann nicht mehr konsumieren, weil sie ihre Arbeitsplätze verlieren, weil die Arbeitsplätze zu teuer werden für die Unternehmen. Oder man agiert eben dagegen mit Reduzierung der Bilanzsumme oder Zinsanhebungen. Dann verdüstert sich die Stimmung, geht der Konsum auch zurück, die Aktienmärkte fallen, die Folge auch einer Rezession, also Pest oder Cholera. Und jetzt sehen wir ja schon ein paar Rücksetzer an den Märkten. Und Sven Henrik bemerkt hier, durchaus suffisant, dass jetzt wohl ein säkularer Boden wohl ganz, ganz nahe sein muss. Denn schauen Sie sich mal den Dip an hier im sogenannten Buffett Indicator. Also der bemisst praktisch die Marktkapitalisierung der Unternehmen in Relation zum US-BIP. Und da sind wir ja über 200%, gab es noch nie in der Geschichte. Jetzt sind wir 3-4% gefallen. Und da ist natürlich der säkulare Boden nahe. Die Kaufgelegenheit des Lebens ist ganz, ganz nahe, meine Damen und Herren. Also da wäre, wenn man jetzt mal wieder ganz ernst ist, natürlich schon durchaus mehr an Korrektur drin, weil natürlich übergeordnet an Korrektur, weil natürlich die Bewertungen himmelhoch sind. Ich glaube, das ist gar nicht zu bezweifeln. Man geht übrigens jetzt auch raus aus High Yield Bonds, also aus diesen hochriskanten Unternehmensanleihen, die praktisch eine schlechte Bonität haben. Der HYG, das maßgebliche ETF, hat jetzt die größten Abflüsse seit dem Corona-Crash verzeichnet, seit dem März 2020. Da fürchtet man also steigende Zinsen. Das würde gerade diese bonitätsschwachen Unternehmen besonders treffen, weil Kredite teurer werden. Das heißt, die Finanzierung, die Refinanzierung für diese Unternehmen würde deutlich teurer. Kommen wir kurz noch nach China, kurz vor den Olympischen Spielen. Olympiade ist falsch, wie ich gelernt habe. Das heißt, die Olympischen Spiele, Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen. Hat mir mein Kollege Wolfgang Müller gesagt, danke nochmal, der selber ja an mehreren Olympiaden auch teilgenommen hat. Das nur ganz nebenbei. Jedenfalls Peking hat 5 positive Omikron-Fälle jetzt gemeldet. Da ist ein Stadtteil jetzt abgesperrt worden. Also das wird noch eine ganz heiße Kiste in Sachen Lieferengpässe, Materialmangel. Auf der anderen Seite ist in Peking voll dabei, jetzt die Geldpolitik wieder zu lockern. Wir sehen, dass einige Steuern gesenkt werden, dass vor allem den Immobilienentwicklern geholfen werden soll, indem sie bestimmte Liquiditätsangebote bekommen, darauf zugreifen können. Also Peking voll im Panikmodus, hat das Steuer voll rumgerissen. Die Fed ist noch voll auf der Bremse oder will zumindest bremsen. Die Chinesen sind da schon ganz anders gestrickt. Und weil die Fed bremst bzw. ankündigt zu bremsen, sehen wir, dass die sogenannten 30-Year Mortgage Rates deutlich nach oben gehen, also praktisch die Kreditzinsen für Immobilienkredite sind jetzt 4 Wochen in Folge deutlich gestiegen, jetzt aktuell 3,64%. Und apropos Immobilien, da hat es einen richtigen Tsunami gegeben, der praktisch von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde, denn die Banken haben gesagt, die BaFin hat gesagt, also die Finanzaufsicht, hat den Banken gesagt, liebe Banken, wenn ihr Immobilienkredite vergeben wollt, dann müsst ihr in Zukunft mehr Eigenkapital vorhalten für diese Kredite, weil eben die BaFin fürchtet, dass wir hier eine Preisblase in Deutschland haben am Immobilienmarkt. Dementsprechend wird das bedeuten, dass vor allem nicht so eigenkapitalstarke Käufer nicht mehr eine Immobilie kaufen können, weil sie keinen Kredit mehr bekommen, beziehungsweise der Kredit deutlich teurer wird. Das gilt auch für viele Bauunternehmen oder Immobilienentwickler. Das heißt, wir sehen diejenigen, die stark sind, die fit sind, die ohnehin gut aufgestellt sind, die werden davon nicht betroffen sein, während diejenigen, die nicht so gut aufgestellt sind,
eben negativ davon betroffen sein werden. Das heißt, der Teufel scheißt hier auf den größten Haufen. Das wird bedeuten, dass viele Menschen sich keine Immobilie mehr werden leisten können. Dazu ein Artikel von mir, den ich ganz, ganz dringend empfehle, weil er sehr, sehr viele Menschen angeht, weil es etwas ist, was unsere Gesellschaft noch weiter, naja, ich will nicht sagen spalten, aber was diese Spaltungstendenzen nicht gerade verkleinern wird, weil diejenigen, die ohnehin wenig Chancen haben, noch weniger Chancen haben werden, während die, die ohnehin viele Chancen haben, kein Problem mit dieser ganzen Geschichte haben werden. Das unter dem Video als Link. Jetzt sag ich Servus und ciao.